Jo Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von so Mega Builders for Master Builders, ja. Masterbilder. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, ja. Hat gerade ein spannendes Soul-Match, wurscht. Tja, ich bin sogar General Brandfall von GNP. Und ja, wir spielen heute mit dem Sir Fokay und dem Sir Martin. Hallo. Tornado, Oh, Gott. Tornado, dieses. Hui. Erstmal spielen wir jetzt rausholen. Okay. Oh. Erstmal. Nein, Hui. alles gut. Erstmal kurz runter, oder? Okay, Ah, ich weiß schon, was ich mache. Webs. Red. Okay. Ich finde das halt in der Zeit ist der schon ein bisschen scheiße zum Bauen. Ich hab schon eine Idee. Ja, aber es ist halt einfach nur scheiße in der Zeit. Wow. Ich hab dreimal den gleichen. Hä? Ah, Anthrazit kann man nicht verwenden, okay. Gut zu wissen. Was? Anthrazit, der Steinart, kann man nicht verwenden beim Bauen. Warum nicht? Ich weiß es Weiß noch nicht, nicht. Aufgabe ist das deshalb. Sehr gut. Gut, dass wir unseren Scheiß. Server bezahlen und Okay. der immer up to date ist. Dadurch. Aber lustig, dass man überhaupt joinen kann dann mit der Version. Ja, das ist ja nicht so schwer. Das abwärtskompatibel zu machen. Du disablest einfach alle neuen Features, wie man sieht. Alter, das wird so hässlich. Also, Ich ich bin schon mal draußen. hab mir auch schon mein Schöner vorgestellt. Ja, mit viel Zeit wird das auch echt geil ausschauen. Ach Gott. Weißt du, was sind dynamische Trichter? Hä? Ja, super für den Markus. Und was interessiert mich jetzt? Warum muss ich da dann jetzt darunter schneiden? Ja, ich denk's mal Damit noch. der etwas gefunden hat? Oder ist das jetzt eigentlich mit dem oder was? Oder? Das ist Nervt anders. und. Der ist im gegnerischen Team, hä? Okay, da ist mein Tornado. Okay. Jetzt mach Ist ich noch. schon fertig? So ungefähr. Ein bisschen. Genau, so. Ein Boden. Okay. Naja. Ein bisschen klein ist aber okay. Naja, mach mal ein. Ich möchte jetzt kein Blödsinn dazu machen, ja, deswegen baue ich ihn einfach nur noch größer. Ich wollte ihn eigentlich noch mit Blödsinn voll bauen, aber das wäre dafür ist er zu klein und das wird viel zu lang dauern, deswegen mach mir ihn einfach größer. Hoffe, dass das doch halbwegs okay dann ausschaut. Also auch für die anderen, weil ich finde es jetzt okay, ja. Das ist jetzt nicht hübsch. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das hübsch ist. Okay, Partikel, also Ground, nehmen wir Gras. Dann nehmen wir Partikel. Flame, nicht Flame, ich möchte
White Smoke. Okay. Vor. Alles klar, meine Mega trichtet das Schattenhaus. Okay. Das ist lame. Nochmal Schluss. Bitte, please. Wow. Nee, sorry, aber nee. Ich spiele das serious. Mit Schmerchen lang geht's nicht. Oh. Okay, das hat nicht. Das ist deine Smarte. Nein, wir können auf 10 Euro wetten, das ist nicht mein zweiter Schatz. Mein Schatz kann ich nicht. Ich erkenne, dass er damit sagen will, aber nee. Ah, ich hab mehr. Ja, ich hab eh auch mehr, aber. Was ist das? Warum besteht der Warte. Tornado aus... Nein, ich hab gesagt, mein Schatz sind Richter. Ja, das stimmt. Warum besteht der Tornado aus. Das ist eine Feder. Das ist mein. Warum ist der Tornado aus Stein? Warum nicht? Bist du ein Steinrassist? Oh, ey, da geht was? War kein Tornado. Und das ist besser? Das ist auf jeden Fall besser. Das Markus Herz. Das ist sogar tatsächlich meins, hast du ganz schön recht damit. Das ist auf jeden Fall besser als mein. Weil der Max zu mich war, das auf jeden Fall. Aufsacht, das bleibt stehen. Ja, das war um einiges besser. Brandi, das ist deins. Das schaut aber gar nicht mal schlecht aus, muss ich sagen. Ja, aber da fehlt das richtige Wetter. Das war der Einsatz. Da fehlt das richtige Wetter. Wo ist das Wetter? Bei dir fliegt der Tornado. Das ist schlecht! Das ist sogar schlecht als Martinsatz! Das schaut aus wie ein. Naja, okay, es erkennt man doch eh an Ding, aber es kriegt die gleiche Scheißbewertung wie Martinsatz. B-Port. Es ist genauso eine Spirale! Was haben die mit ihren Spiralen? Wo ist der Nachbar? Manche Leute bauen Spiralen, andere bauen Kühe, ein anderer baut überhaupt kein Tornado. Ich hab einen Trichter gebaut! Ich war super. Ja! Schau, so hätte schon mal besser ausgesehen. Das ist genau, das ist schon die gleiche nicht. Form. Du gehst die gleiche Form aus. Ja, aber es ist, ihr schaut noch nicht wie nach einem Tornado aus. Wenn das jetzt nicht hier gesprungen bist, ja, okay. Wetten das trotzdem vor mir? Einfach nur, dass er springt. Ja, das ist schon so vor dir, das ist ja nie gewesen. Also vor dir zu sein ist jetzt. Ah, schau mal, was haben wir. Zweiter. Weißt du, wie oft ich den baut habe? Ich habe zuerst auch so einen Trichter baut oder Matten und habe mich einfach Blöcke rausgeschlagen. Ha, ich bin vorne. Hey, ich habe auch meines einfach einmal irgendwie random baut, so trichterförmig und dann habe ich auch einfach nur Blöcke rausgeschlagen. Wisst ihr? Ich verstehe nicht, wie man einfach so einen Trichter bauen kann und den nur da stehen lassen soll. Das ist ja. Das ist lass ja so, wenn ich hab. Wollte ich gebobbt. Nein. Ja, weil seit wann ist ein Tornado komplett durchgehend? Also so. Ja, okay, aber es schaut halt scheiße aus. Es sollte nur ein Tornado symbolisieren. Tornado besteht schon mal nicht aus Stein. Mathe. Ja, meiner hat auch. Naja, okay, meiner hat auch daraus bestanden, aber weil ich so den Effekt haben wollte. Seiner waren ja nicht sogar die fertigen die ja, Sterne. Ja, ich glaub schon, ja. Ja, die verbauten Steine, diese. Bricks. Rick, ah, ja. Brickstone. Ja. Keine Ahnung, der heißt. Der heißt. Brickstone. Stone Brick. Schuh. Mann, jetzt schon wieder, das haben wir schon mal gehabt. Das ist so ein blödes Thema. Und ich kann es schon perfekt. Was glaubst du? Ja, warte ab. Hast du nicht heute erst gemeint, dass du dir jetzt Videos angeschaut hast, dass du so tolle Dinge bauen kannst? Ja. Hab ich dabei noch nichts davon mitgekriegt. Ja, wir spielen jetzt die Zeit runter heute. Alter, na.
mag das Thema nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist aber leider so. Ich mache jetzt eine relativ... Boah, soll ich unseren Lehrer zeichnen? Das wollte ich, das habe ich auch schon überlegt. Boah, das ist halt Insider. Nein, ich bezeichne unseren Lehrer nicht als Schul. Er heißt Schul. Ich kann nichts dafür. Der Lehrer auch nicht. Er parkt aber immer schön mit Stoßstangenkontakt. Das hat er so ganz gesagt. Ja, da. Was sieht das eigentlich, was ich da gerade baue? Meins wird ein hässliches Drum. Aber das ist echt schon unsymmetrisch. Was ist denn da passiert? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Gesundheit. Nicht dran krepieren. Ich meine, es ist absichtlich unsymmetrisch. Es gibt Scheiße, keine Ausrede von Asymmetrie. Na doch. Zum Beispiel, da Wirbelstube einer symmetrisch wäre, dann hätte er komisch ausgeschaut. Na, mein... Ein Wirbelstuhl ist auch nicht von Menschen gemacht. Das ist ein natürliches Ding. Aber... Ein Mensch ist auch natürlich. Ja, und das, was der Mensch macht, ist das auch von der Natur geschaffen? Indirekt, ja, aber... Partikel. Was war's Partikel? Für einen Schuh? Na, für einen Lehrer, der hat einen Schnupfen wahrscheinlich. Sonic bauen sollen. Sonic meine ich natürlich. Hey. So. Symmetrie ist die wahre Ästhetik. Nicht Chat. Ich brauche Inventar so. Wer von euch weiß, von wo das kommt? Was? Symmetrie ist die wahre Ästhetik. Keine Ahnung. Warte. Das ist Karma. Was? Was? Nein, dicke Blödsinn. Was kommt das Sound da, Mann? Oh, ah ja. Bilde dich. Schau Anime. Okay, der Brandi jetzt glaube ich nicht wissen können, ich fasse da kein Anime. Naja, außer. Das einzige, was ich gesehen habe, war halt. Blackout Shooter. Blackout Shooter. Du solltest dir Solita anschauen. Der ist sehr gut. Oder Death Note, der ist überhaupt, der ist noch besser. Ha! Okay, jetzt noch ein Sign dazu dann und jetzt ist er fertig, der Schuh. Naja, Meisterwerk war was anderes, da hat mein Tornado besser ausgeschaut. Was mache ich jetzt in die Zeit noch? Partikel spammen. Da freut man sich immer drüber. Warte erstmal, Boden ändern. Die Zeit ändert. Nee, ich geh die Zeit ändern, dann sieht man vom Schuh nicht so viel. Ah, das ist gar keine schlechte Idee. Ich glaube, die Technik sollte ich aufhören. Dann weiter. Nein, was soll das überhaupt für ein Thema sein? Was baut den Schuh? Ja, halt wirklich. Das ist ein scheiß Thema. Also, wenn irgendwer von meinem Plex uns zuschaut, das ist ein scheiß Thema. Better deleted. Warte mal, das schaut jetzt aus wie die österreichische Flagge. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, ich hab den Fly-Speed in die Höhe gedreht. Das schaut so gut nicht aus wie ein Schlag, das ist ja unglaublich. Ja, was soll ich? Könnte das Schlachtschiff sein. Mein Schatz. Was? Okay, die Schuhfadeln waren ein bisschen falsch angedeutet. Ja, ist mehr, wegen dem Ansatz. Markus? Nein, nicht einmal. Ja. Das ist immer dieselbe Reihenfolge, zumindest bei uns drei. Der hat sogar zwei Bord. Okay, die schauen eigentlich sogar echt gut aus, wenn man sagen.
Ja, also auf jeden Fall besser als meine. Ja, besser als meine auch. Sie sind ein bisschen eintönig, finde ich. Das ist von Mathe. Nein. Okay, ich glaube, zu viel erwartet. Ja, wirklich. Das ist von Mathe. Was ist das? Das ist von Mathe, gell? Das steht auch so die Kanone. Nein, das soll sie kugelwillig darstellen, ich weiß das nicht. Und das schon, ja. Nicht ganz so gut aus. Ja, jetzt kommt eh einer von uns dran. Also Martin, wenn das ernsthaft wie der Schuh getroppt hat. Weg damit! So schlecht ist es jetzt auch nicht. Du hast gesagt, einer von uns dran, also. Dass das nicht in die Luft geflogen ist, ist peinlich, was ja, soll ich sagen. Wirklich. Martin. What the fuck, man, was sind die Knöpfe? Alter. Also das dann war das vorige noch schöner. Ich sag nur, Plakat an der Wand. Schon aus wie meine Schuhe. Ja, also du der solltest... Der Zockertime braucht sich überhaupt nicht aufspielen. Warte, und dieser Flachwitz von der Schuhe wurde nicht in die Luft gesprengt. Ja, okay. Alter, willst du nicht verarschen? Fuck, Also, Schlachtschiff ist es halt wirklich. Ja, gell? Es ist ein Schlachtschiff. Da verstecken sich Leute drin. Hauptsache, er meint, es wird in die Luft gesprengt, aber das Flachding nicht. Das andere. Ja? Ja, verstehe. Stehst du nicht, meinst du? Oh, das ist verschieden. Also es sind Brand-Designs. Was? Das ist eine gute Idee, muss ich sagen. Das sind Brand-Designs, hundertprozentig. Ich weiß, dass du der Einzige bist. Was ist das auf der Seite eigentlich? Alter, das schaut irgendwie schlecht aus. Wetten, das bleibt aber auch noch bestanden. Was soll denn der grüne Effekt da oben? Da unten verstehe ich ja noch. Der schaut gar nicht mehr so schlecht aus. So als würde er irgendwo nass reinstecken, aber... Das bleibt sicher sogar. Was? Warum? Weil es besser ausschaut als deins, ganz einfach. Scheiße, das ist das schaut fünfmal besser aus als deins. Blödsinn. Ah ja, das war nicht. Aber was ist ich war sogar letzter. Ich war dritter. War letzter. Verstehe ich es? Verständlich. Ja, Was verstehe ich? Ja, damit beenden wir das Ganze. Bis zum nächsten Mal. Ciao.